Hier agieren Neonazis in Hessen ganz offen. Sie wollen zurück zu 1933. Den Hitlergruß können sie nicht mehr zeigen. Sie wandeln ihn in den sogenannten Kühnengruß ab. Michael Kühn ist in den 80ern ein Kopf der Szene in Westdeutschland. Langen sollte die erste ausländerfreie Stadt Deutschlands werden. Er ist ja hier zur Kommunalwahl mit der Nationalen Sammlung angetreten, unter dem Motto Volkswillen umsetzen, Ausländer raus. Sie haben im Prinzip die Wahl oder die Wahlkämpfe dafür genutzt, an die Öffentlichkeit treten zu können. Das ist ihnen gelungen. Ausländer raus! Und mit der Wiedervereinigung expandieren sie in den Osten. Wir wollen wieder auf die Straße gehen und wir werden wieder auf die Straße gehen, bis Deutschland wirklich deutsch ist. Michael Kühn nannte das damals noch nicht so. Aber genau das meint Remigration.